Autobahnen sind die sichersten Straßen. Trotzdem kommt es besonders an Ein- und Ausfahrten immer wieder zu folgenschweren Unfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit. So ist es richtig. Nach einer schnellen Autobahnfahrt frühzeitig auf die Ausfahrt einstellen. Das Fahrzeug auf der Verzögerungsspur herunterbremsen, denn viele alte Ausfahrten lassen nur ein Tempo zwischen 40 und 60 Stundenkilometern zu. Mit dem Einfädeln in den fließenden Autobahnverkehr haben viele Fahrer, insbesondere Anfänger, Probleme. Häufig nutzen sie vorhandene Lücken nicht und müssen am Ende der Einfädelspur sogar anhalten. So ist es richtig. Den fließenden Verkehr im Spiegel beobachten, kann man die Entfernungen nicht genau abschätzen, über die Schulter sehen. Parallel zur Verkehrslücke beschleunigen und sich dann gefahrlos einfädeln. Er macht es nach einer Panne falsch. Statt auf dem Seitenstreifen zu beschleunigen, fährt dieser Fahrer rücksichtslos auf die Fahrspur. Und diese Unsitte wird geradezu Mode. Bedenkenlos wird von der Überholspur in die Ausfahrt eingebogen. Das provoziert geradezu Unfälle. Problempunkt Autobahnkreuz. Eine verpasste Ausfahrt und schon wird so mancher Fahrer leichtsinnig. Obwohl Rückwärtsfahren auf der Autobahn streng verboten ist und mit Führerscheinentzug bestraft werden kann, wollen manche Zeitgenossen nicht davon lassen. Dabei ist die Fehlerkorrektur nicht schwer. Hat man seine Ausfahrt verpasst, nimmt man die nächste, fährt dreimal rechts herum durch das Kleeblatt und schon ist man auf dem gewünschten Kurs. Sich an Ein- und Ausfahrten richtig verhalten, heißt auch, dass uns diese Bilder erspart bleiben.